Hallihallo und willkommen zurück hier. Die nordfriesische Marsch ist wieder hier am Start und wir machen eine Hackschnitzel. Wir haben ja gesehen, dass unsere Zellstofffabrik ein bisschen Nachschub braucht. Und dann raspeln wir hier mal noch ein paar Bäumchen weg. Ja, wir sind in der Sonntagsfolge, das heißt, vermutlich ist jetzt schon die neue Map-Version erschienen. Es soll auf jeden Fall am Sonntag rauskommen. Ich gehe mal davon aus, wenn alles klappt, werden wir sie bei mir morgen im Einsatz sehen. Und dann werden wir direkt loslegen und die Bohrinsel kaufen. Da werden wir zwar einen riesen Kredit aufnehmen müssen, aber das ist sowas von egal, um ehrlich zu sein. Ich will das Ding haben, damit wir auch einfach unser Dieselproblem so ein bisschen in den Griff bekommen. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und auch auf die anderen Sachen, die da noch so kommen werden. Aber was es im Einzelnen ist, sehen wir morgen. Heute wird hier erstmal noch munter weiter geackert. Curseplay ist na klar voll dabei, das Feld 78 unter anderem zu ernten. Das ist eine Mammutaufgabe. So, der will irgendwie nicht. Dann nehmen wir den nächsten. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen einfach mal irgendwie so halb voll das Maschinchen. Weil wir werden dann auch morgen, denke ich mal, noch eine andere rote Geschichte machen müssen. Aber das Grundstück, das wir da brauchen, ist aktuell noch nicht. Ich denke, dass das noch eine extra Parzelle wird. Deswegen kaufe ich das jetzt auch noch nicht. Sonst hätten wir da jetzt schon die Bäume weggemacht. Können wir ja gleich nochmal vorbeifahren. Gut, wir kommen eh vorbei, wenn wir zur Zellstofffabrik hoch machen. Dann sehen wir das. So, ich würde mal sagen, das soll es erstmal mit Bäumen gewesen sein. Ja, Arbeit beendet. Das wird vermutlich mal wieder die Herbizidspritze sein. Du musst jetzt warten. Jetzt fahren wir erstmal schnell hier Richtung Zellstofffabrik. Es ist ja hier vorne nach dem Bahnübergang auf der linken Seite das Grundstück. Wir hatten uns das ja schon mal angeguckt, als das abgesperrt worden ist. Und das hängt eben aktuell noch mit der Wiese obendran zusammen. Ich weiß nicht, ob wir das dann eben alles kaufen müssen. Aber wie gesagt, deswegen warte ich da bis morgen. Hier nämlich, dieser Feld hier. Guck, da stehen auf jeden Fall ein paar Bäumchen, die wir dann wegmachen müssen, weil die Fläche muss frei sein. Und aktuell hängt eben an dem Grundstück hier die Wiese noch dran. Gut, könnte man auch kaufen, könnte man irgendwann auch noch mit irgendwas zubauen. Aber jetzt lassen wir das erstmal morgen auf uns zukommen, gucken, wie es dann aussieht. Jetzt ist wichtig, das Zeug hier hochzubringen zur Zellstofffabrik. Und dann gucken wir mal noch weiter, ob wir noch irgendwas anderes tun können. Ja genau, wir müssen auf jeden Fall den... Der kann leer laufen. So, dann ist für dich noch die 39 übrig.
Weil wir sind jetzt unkrautmäßig hier noch und hier oben. So. Ja, hier wird Gülle rangekarrt. Ja, das Pressen geht ja richtig schnell hier. Das gefällt mir. So, der Mulcher ist auch bald durch. Ja, und Zuckerrüben, 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 Zuckerrüben. So, was sagst du denn? 4,5 Stunden brauchst du noch. Oh, das ist nicht gut. Weißt du, 100 Mal klappt es und dann mal wieder nicht. Aber wir helfen gerne aus. So, komm. Jo, voll. Abfahrt. So, du hast hier erst einmal. Gut, dann würde ich sagen, dann stellen wir den doch schon mal auf dieses künftige Raffineriegrundstück. Da steht er gut, denke ich mal. 36% für Feld 45 schon geliefert, ja. Das läuft, das läuft. Und da wird jemand blockiert. Oder auch nicht. Eieieiei. So, komm, dann lassen wir den einfach hier stehen. So. Guck mal, der Big M ist fertig. Ah, du fährst. Ja doch, du darfst jetzt mal zur Werkstatt fahren. Das ist wirklich schlimm, dass wir nicht noch irgendwie einen Traktor jetzt frei haben, um irgendwie mit dem Anhänger ein bisschen was durch die Gegend zu fahren. Ja, wobei der Mulcher ist fertig. Gut, da bräuchten wir die Sämaschine. Aber wir könnten, das werden wir auch machen. Wir lassen den mal kurz hier aus der Verantwortung raus, stellen das Fass kurz am Hof ab, schnappen uns den Fliegelabschiebewagen und tun erstmal die Schweine füttern. Da bekommen wir ja bei. Oh, ja, speichern. Bei der Ölmühle, denke ich mal, ein bisschen Schweinefutter. Die Hühner können wir dann füttern. Wenn wir noch ein bisschen Hirse im Lager haben, hoffe ich mal. Weil sonst kriegen wir da auch irgendwann ein Problem. Stellen wir einfach kurz hier ab. Und wir können ja erstmal gucken, ob wir noch irgendwas für die Hühner haben. Ich könnte na klar jetzt einfach im Menü nachgucken, aber wir fahren einfach hin ans Lager. Dass wir Hühner und Schweine auf jeden Fall noch gefüttert bekommen heute, das sollten wir hinbekommen. Boah, knappe 10 Minuten haben wir Zeit dafür.
Das geht. Oh, jetzt stehen wir da klar zu weit weg. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghum. Wir haben wirklich nichts mehr. Wir haben nur noch die Wir haben Sojabohnen. Gut, dann nehmen wir die Sojabohnen. Die gehen zwar nicht bei den Hühnern rein, aber die können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Ne, hier wollte ich was gucken. Bei der Ölmühle. Sojaöl. Zack, an. 1000 Liter, das heißt 24.000 im Monat. Wir hatten 112. 24, das heißt 3, 4, 5 Monate. Wir brauchen mehr Sojabohnen. Ich muss mir irgendwann mal die ganzen Verbräuche aufschreiben für die einzelnen Produktionen. Damit wir das mal so ein bisschen im Blick hat alles. Und nicht ständig nachgucken muss. Ich meine, wenn wir eh Schweinefutter holen müssen, dann können wir auch gleich eine Runde hier Bohnen mit rüberbringen. Und der Wagen ist immerhin über ein Park. Dann läuft das Ding erstmal. Man könnte aber auch mal gucken, ob es noch irgendwo erntereife Felder gibt. Vielleicht kaufen wir ja noch was. Mal gucken, ob wir jetzt eine Million mehr Kredit aufnehmen oder nicht, ist dann, glaube ich, auch relativ egal. Wenn, dann würde ich halt schon erntereife Felder nehmen. So, lass uns doch einfach mal ganz dumm dreist gucken. Ja, da ist einiges. Was haben wir denn hier? Das sieht doch noch mal nach Sojabohnen aus hier unten. Ja. Wir hätten noch zwei Felder Sojabohnen. Die 19 wäre halt schon echt nice. Aber 1,5 Millionen. Oh. Es ist die Frage, riskieren wir es oder riskieren wir es nicht? Mal gucken, wie ist denn das Wachstum erntereif? Es ist doppelt gedüngt. Das wäre halt nicht schlecht. So, dann war die 21 war auch erntereif. Das sieht nach Mais aus. Hier hätten wir nochmal Sojabohnen. Hier unten ist ein Feld. Auch mit Mais. Mais brauchen wir nicht. Hier hätten wir noch 3 Stück. Baumwolle, Karotten. Nee, danke. Dass das reif ist, wissen wir. Hier ist auch Baumwolle drauf. Tja, die 19. Die 19. Machen wir es oder machen wir es nicht? Sag mal, wir bräuchten Sojabohnen, um wirklich die Mühle hier am Laufen zu halten. Wir machen einfach mal ein Ding. Sojabohnen so 1100. 1100.
Und als Öl, Olivenöl. Wo ist das andere? Lavendelöl, Sojaöl. 3.200. Und Bestpreis 3,4. Ja, es ist schon verlockend. Ich glaube, wir müssen es machen. Da bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Wir müssen das machen. So, und irgendjemand wird blockiert. Ach, komm. Das könnte die Presse sein. Gucken wir gleich hin. Ja, ich überlege mir das noch bis morgen. Ja, das ist das Problem, wenn wir Mapwechsel haben, nicht, dass dann die Felder abgeerntet werden. Wir machen das. Wir machen es einfach und Schluss. Ich nehme gleich noch Kredit auf, wenn wir hier beim Schweinestall stehen. Und dann kaufen wir das Feld. Weil wie gesagt, Feldfläche brauchen wir so oder so. Und dann machen wir das einfach jetzt. Und wie gesagt, ob jetzt eine Million mehr oder weniger, ist auch egal. Wie gesagt, ich weiß, dass wir morgen richtig Kredit aufnehmen müssen wegen der Bohrinsel. Aber das ist ja im Grunde schon alles irgendwo einkalkuliert. Und wir können ja einfach auch sagen, wir haben ja einen Warenwert von 13 Millionen rumliegen. Also ich hämmer mal ein bisschen auf der Tastatur. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Das ist halt immer noch der Nachteil hier beim LS, dass man den Kredit einfach nur in 5000er Schritten aufnehmen kann. Aber wir haben gesehen, wir brauchen 1,42 Millionen. Da will ich so auf 1,5 mal den Kontostand hochjagen. Und dementsprechend dann gleich das Feld noch kaufen. Ja, also ich freue mich schon wirklich auf die neue Version, weil da sollen ja wirklich etliches an Produktionen kommen, was ich so gehört habe. So, Feld 19. Wir gucken nochmal, es ist immer noch erntereif. Kaufen, ja. So, jetzt gucken wir noch mal hier Blockade. Ja, du hast hier ein paar, eigentlich nur einen. Eigentlich hast du nur einen aufgesammelt. So. Kollege. Es ist jetzt aber nicht so, wie wir das geplant haben. Ja gut, lassen wir den mal arbeiten. So. Den noch auftanken. Dann kann der nämlich in Ruhe schon mal die 9 und die 10 mähen. Das ist auch gut. So, hier ist unterwegs. Er ist wieder da. Schön, wie die sich einfach so Hand in Hand geben. Hier dürfte inzwischen auch einiges an Gras angekommen sein. Da können wir noch mal kurz hier reingucken in den Fermenter. Fermenter, Gras. Ja, guck mal, 800.000. Ich denke mal, der hat jetzt noch nicht abgeladen. Er ist gerade dabei. Das heißt, wir haben eine Million hier drin. Das heißt, wir könnten da eigentlich jetzt sagen, dass er ab sofort in die Heutrocknung fährt.
wenn er hier raus ist. So, das machen wir noch und dann ist aber auch schon wieder Feierabend. Wir sehen uns morgen Nachmittag. Dann höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, mit der neuen Map-Version. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben, und bis morgen.